So, Geminator, der Serverless-Urban. Wie gesagt, das war ein Talk, den ich schon auf dem Meetup gemacht hatte hier in Hamburg, Anfang 2019. Und da ging es, naja, so ein bisschen um dieses Dependency-Management, am Beispiel eben von Ruby-Bundler, könnte aber im Endeffekt genauso gut NPM oder Hex oder weiß der Teufel, was es halt ist, könnte es sein. Und es gibt da auch diverse Produkte zu, unter anderem eben eins hier auch aus Hamburg, hier von hier Jan Kutisch, hier mit seinem Depfu. Und genau, es war halt eigentlich nur so ein bisschen mal ein kleines Beispiel, um zu schauen, was man so eigentlich alles machen kann. Also zum einen ein bisschen ins CDK angucken, was wir gleich sehen werden, also das Cloud Development Kit. Um das Ganze zu managen, aber halt eben auch, naja, wie funktioniert eigentlich Ruby in Lambda? Das war zu dem Zeitpunkt des Talks noch nicht so neu, noch nicht so alt. Das war gerade so, glaube ich, 2, 3 Monate draußen. Und ja, genau. Das haben wir gemacht. Das CDK ist, wenn du Terraform kennst, das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Also am Ende des Tages nutzt es halt CloudFormation, was, naja, im Endeffekt so eine YAML-JSON-Konfiguration für Cloud-Ressourcen ist. Und das Cloud Development Kit versucht das Ganze ein bisschen abstrahieren, weil niemand mag am Ende wirklich in YAML, in komplexen YAML-Files rumeditieren, ohne irgendwie, naja, sag mal, Editor-Support oder irgendwas. Also das wirklich so aus dem Gedächtnis und dann aus den Dokus sich zusammenzusuchen, ist schon eher so ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, es gab damals das Developer-Preview und wurde aber jetzt Mitte 2019, naja, Mitte 1.0 dann generally available und hat halt, dadurch, dass es halt von AWS getrieben ist, einen relativ breiten Support innerhalb von AWS auch, aber auch eine, naja, halbwegs aktive Community drumherum. Genau, Ruby Lambda ist nach wie vor, glaube ich, nur Ruby 2.5, was aber für alle Cases bislang eigentlich ganz, ganz okay war, die wir hatten. Wir nutzen tatsächlich auch im Projekt hier und da ein paar Lambda-Funktionen, also auch bunt gemixt, aber auch da sind ein paar Ruby-Dinger bei. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Was halt immer ein bisschen schwierig ist, sind so Binary Dependencies. Und ja, da gibt es halt ein Konstrukt, um das ein bisschen zu vereinfachen, sind die Lambda Layers, also sprich sozusagen unter der Lambda-Funktion an sich, dass man da die sag ich mal, sich so verschiedene Libraries aus verschiedenen, so ein Zwiebelsystem im Endeffekt, dass man sich so einzelne kleine Schichten aufeinander aufbauen kann. Beispielsweise könnte das halt jetzt, also in unserem Fall halt ein Bundler, weil ein Bundler halt gar nicht so einfach zu installieren ist im Lambda-Umfeld. Hat man jetzt aber auch schon jetzt gerade mit Postgres, dass du natürlich Postgres-Libraries brauchst und genau, anstatt das halt on the fly in jeder Lambda-Funktion neu zu bauen, kannst du halt einmal so ein Layer bauen und den halt in verschiedenen Lambda-Funktionen wiederverwenden. Im Endeffekt so ein bisschen so wie stackbare Docker-Images, wenn man so will. Genau, das haben wir gemacht und nach wie vor ein großer GraphQL-Fan. Von daher gab es dann zu dem Projekt dann auch eine kleine GraphQL-API. Und das halt eben auch, ich sag mal, Cloud-Native in AWS mit AppSync. Also sprich halt auch das Serverless und halt nur bezahlt nach, ich glaube, Queries, wenn mich nicht alles täuscht. Also sprich Requests. Und genau, ich glaube, im Prinzip hätte man damit halt dann praktisch alle Komponenten, die man zusammen braucht. Und in unserem Case, was wir halt eigentlich machen wollen, ist, wir haben irgendeine App, eine Rails-App in der Regel im Ruby-Umfeld. Und da wollen wir, naja, eine Dependency updaten. Und was viele dieser Tools, die es halt eben als Open Source oder auch als bezahlte Produkte eben gibt, was sie eben tun, ist,
sich einfach nur die Dependencies, also gar nicht großartig das Projekt auschecken, sondern halt am Ende wirklich nur die Dependency-Files sich holen und dann anhand der Dependency-Descriptions sich dann, also des Dependencies-Trees dann zu gucken, gibt es ein bisschen Neues und unter Umständen halt einfach über die API direkt einen Merge-Request oder einen Pull-Request zu submitten, je nachdem. Und genau, das ist halt im Endeffekt so das, was die dann da tun wird. Und wie gesagt, ich hatte gerade eben schon mal kurz gesagt, das Projekt ist und der Talk, also das Projekt, was ich jetzt hier zeige, ist tatsächlich für den Talk geschrieben. Und das habe ich gemacht vor so um die 10 Monate, muss es her gewesen sein. Und es war, also ich meine, wie das so in diesem Umfeld halt ist, ist das halt eine halbe Ewigkeit. Und da gab es halt so diverse Änderungen, also die man machen musste. Ich habe damals angefangen in der Version, lass mal hier die Package-JSON uns angucken. Das war mal ein bisschen größer vielleicht. Genau, also wie man hier sieht, es ist einiges vergangen seitdem. Also ich habe das mit der Version 0.23 gemacht und mittlerweile sind wir bei 1.19. Und naja, mit dem Major-Sprung dazwischendrin gab es dann doch so diverse Änderungen, die wir machen mussten, um naja, so verschiedene Dinge, die sich geändert haben. Das heißt, ich habe es in der Zwischenzeit noch nicht wirklich ausprobiert, ob das alles noch geht. Aber das werden wir gleich mal tun. Ich kann ja vielleicht erstmal kurz nochmal zum Thema des Wrappers kommen, also sprich des CDKs, des Cloud Development Kits. Das ist, wenn man es noch nicht kennt, wie gesagt, das ist die Abstraktion von CloudFormation und ein Projekt, gibt es hier keine nette Marketingseite? Was es halt im Endeffekt tut, es ist primär basierend auf TypeScript, also Node am Ende des Tages. Und was sie halt gemacht haben, ist, sie haben also sie haben CloudFormation einmal komplett gewrappt in TypeScript, also in TypeScript-Klassen. Und also das ist das, was man hier sieht, ne? Also ein AWS-CDK Core und dann SSM und das sind im Endeffekt Pakete, die halt einzelne Produkte des CloudFormation-Teils wrappen. Und dann auch da so ein Layer-System eingeführt, also sprich, das native CloudFormation-YAML gewrappt ist und Layer 0, glaube ich. Da gibt es so ein bisschen sag mal, die höheren Konstrukte, was dann so ein Layer 1 ist, also was dann tatsächlich eher schon Richtung Feature geht. Beispielsweise halt so eine Lambda-Funktion hat dann halt eine Abstraktion, die halt ein bisschen einfacher zu nutzen ist. Und dann im nächsten Layer hättest du dann schon richtig komplette Workflows, sage ich mal. Also irgendwie bauen wir Lambda mit irgendwelchen Assets und hängen die irgendwie in ein API-Gateway rein, dass ich halt eine fertige API habe, sowas in die Richtung. Also sprich, man baut halt sozusagen von ziemlich Raw-Level hin zu höher abstrahiert. Wie gesagt, das Ganze in Node bzw. TypeScript. Und was der Clou so ein bisschen von dem CDK ist, dass die ganzen Pakete, die man hier sieht, die werden alle cross-kompiliert und auch im Java, also es gibt dann hier Maven-Pakete für Java, es gibt dann hier im .NET-Umfeld, ich weiß gar nicht, wie die Pakete heißen, keine Ahnung, und es gibt Python-Libraries, die diese ganzen Typdefinitionen zur Verfügung stellen. Weil, wie gesagt, der primäre Teil vom CDK ist, dass es dir sag mal, mit TypeScript oder in anderen typisierten Sprachen ein relativ gutes, sag ich mal, kontextsensitives Hilfestellung geben kann. Also wenn ich hier beispielsweise den String-Parameter aufrufen willst, was musst du da für Parameter reinschmeißen? Musst halt nicht groß in der Loco gucken, sondern das vervollständigt sich halt automatisch. Und wie gesagt, diese Typdefinitionen werden halt exportiert in die anderen Sprachen
Und du kannst somit auch in einem Polyglot-Umfeld, wo halt verschiedene Sprachen benutzt werden, kann theoretisch jedes Team in seiner nativen Sprache, mit der es unterwegs ist, kann es seine Cloud-Ressourcen definieren. Und das ist irgendwie eigentlich ganz, ganz nett. Haben wir oder habe ich bislang noch nicht so in der Praxis gesehen. Habe ich bislang alles nur in TypeScript gemacht. Und das ist halt auch die primäre Sprache in CDK. Aber wie gesagt, grundsätzlich könnte man das aktuell, glaube ich, in drei oder vier verschiedenen Sprachen benutzen. Und für 2020, Listen Talk gesehen, sind sie dabei, halt weitere Sprachen mit aufzunehmen. Also sprich, es wächst grundsätzlich. Und ich glaube, dadurch, dass es halt autogeneriert ist, ist es halt auch wirklich nicht wirklich, naja, kein Riesensprung wahrscheinlich, solange es typisiert ist. Für Ruby wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, mangels Typisierung, aber naja, wer weiß. Naja, wie auch immer. Was man jedenfalls baut, ist, oder wenn man sich so ein Projekt generiert, kriegt man halt so ein Gerüst, wie man es halt, sagen wir mal, von Rails oder von ähnlichen Frameworks nicht kennt. Also so ein fertiges Gerüst. Das heißt, das hier ist in der Regel vorgeneriert und auch der Haupteinstiegspunkt für das CDK an sich. Und wie gesagt, in CloudFormation spricht man Stacks. Da geht es dann um, wie definiere ich eigentlich meine Infrastruktur und kannst ja theoretisch alles in einen Riesen-Stack reinpumpen, wo, was weiß ich, Gott und die Welt irgendwie in einem State verwaltet wird, was eher nicht so die gute Idee ist. In dem Fall habe ich es so gemacht, weil es einfach das Praktikabelste und Einfachste war. Aber wahrscheinlich könnte man dann noch so ein bisschen die Stacks auseinanderreißen. Aber ist auch wurscht. Das heißt, was wir hier sehen, wird eigentlich zur Deploy-Zeit wurde das umgewandelt in YAML. Und mit ein bisschen Magie im Hintergrund vom CDK zu AWS transferiert und dort zum CloudFormation Service, der das halt am Ende wirklich ausführt. Das heißt, das hat primär die Implikation, dass wir hier zum Beispiel Conditionals oder sowas, wenn wir jetzt irgendwie ein If machen würden, dass das zur Compile-Deploy-Zeit passieren würde und halt nicht wirklich im Execution-Kontext von CloudFormation. Also, was das heißt, ist, wir können das umwandeln, was wir hier sehen als Code. Ja, kein Diff. Wir können das zu CloudFormation, zu einem CloudFormation-Template generieren lassen. Und genau. Und wie man halt relativ schnell sieht, das ist YAML und das will man in keinster Weise voranschreiben. Es ist recht lang, recht komplex, hat referenziert andere Stellen, also springt hin und her im YAML. Das macht halt einfach keinen Spaß, das selber zu machen. Dann muss man halt, was ich, die Lambda-Assets, also sprich den Lambda-Code, muss man halt irgendwie auf S3-Buckets laden, damit die dann referenziert werden können für ein Deployment. Und sind halt mal alles so die Workflows, die vom CDK abstrahiert werden. Und ich glaube, ich muss es wahrscheinlich mal bootstrappen. Also sprich, dass er so die Buckets und sowas an. Genau, das müsste das sein. Genau. So, und ich meine, was er jetzt tut, ist, sich also seine eigene Infrastruktur anzulegen, also sprich halt irgendwie ein Bucket, wo er Assets hinpacken kann. Ja, genau, so ein Staging-Bucket, du kannst verschiedene Environments haben, aber gut, das führt alles zu weit. Das ist halt nur der initiale Schritt, den wir einmal tun müssen, und danach können wir halt hergehen und dann tatsächlich Dinge deployen. So hoffe ich zumindest, wie gesagt, ich habe hier so diverse Changes. Wo wir gleich mal gucken werden, ob wir es im Laufen kriegen. Und wenn wir jetzt hier ein Diff machen, dann müsste er eigentlich ansagen, okay, hier gibt es irgendwie einen Haufen von Zeug, was wir gleich mal anlegen wollen.
Und der Fokus bei diesen Diffs, die auch beim Deployment dann nochmal angezeigt werden, zumindest teilweise, ist in der Regel auf Security, also sprich auf diesen ganzen IAM State Changes, also sprich Permissions, die hinzugefügt werden oder weggenommen werden. Das hat, glaube ich, den Hintergrund, dass du dank TypeScript und dem Node-Umfeld hast du ja ein relativ gutes Paketmanagement, also mit NPM. Und es wird auch gerade von dem CDK-Team wird gerade eine, sag ich mal, eine, also kein Store, aber so eine Art, naja, so eine Art, ich sag mal, so eine Art Verzeichnis, so eine Art hier RubyGems.org, sowas in diese Richtung, oder eher sowas wie Ruby Toolbox vielleicht, wird irgendwie aufgebaut, wo du halt dann fertige Lösungen rein, über Pakete halt reinholen kannst. Und damit da halt keine, sag ich mal, Security-related Changes durch die Hintertür reinkommen, wird halt schon relativ viel Wert drauf gelegt, dass man halt sieht, wenn sich Permissions ändern. Auch wenn das hier, genau, also sprich, das ist nicht immer so, da gibt es so irgendwie Issues, aber naja, wie auch immer. So, was wir halt sehen ist, wir legen hier verschiedene Lambda-Ressourcen an, wir legen AppSync-Ressourcen an. Also im Prinzip das alles, was wir eben schon mal ganz kurz in den Slides angerissen hatten. Und ich würde es einfach mal deployen und gucken, was passiert. Und genau, jetzt kommt hier wieder die besagte Security-relevanten Changes, die nochmal angezeigt werden, also sprich nicht der volle Diff. Ja, genau. Und dann geht er los und tut er Dinge in CloudFormation. Warte mal, muss ich eigentlich mal kurz bei AWS einloggen. Und da müssten wir eigentlich sehen, der Geminator-Stack, genau. Wie gesagt, im Gegensatz zu Terraform läuft halt hier die ganze Infrastrukturprovisionierung halt eben remote bei AWS an sich. Hat Vor- und Nachteile. Nachteile insbesondere dann, wenn es eben Probleme gibt und man nicht mal einfach eben den State irgendwie anfassen kann oder manipulieren kann. Das ist dann wohl eher so in die Richtung von, man muss ein Support-Ticket öffnen, wenn, naja, so ein Stack halt sich mal aufgehängt hat. Genau, also sprich, man hat hier den Progress aber halt genauso gut in der Konsole, den man eben auch hier sehen würde. Sieht mehr oder weniger gleich aus. Und ja, das Ganze dauert halt einfach nur einen Moment. Und weiß gerade nicht. Okay. Hat ja schon relativ viel irgendwie angelegt. Dumm. Sieht erstmal gar nicht so schlecht aus tatsächlich. Oh, da haben wir doch direkt den Fehler. Resource not found. No resource, no data resource, outdated Gems Server. So, was haben wir denn da? Fail to create. Genau, also wenn der Stack failt, dann macht CloudFormation einen automatischen Rollback. Und das letzte Mal, als ich das hatte, hatte sich der Stack dann dabei tatsächlich komplett aufgehängt. Da müssen wir mal gucken. Also erstmal herausfinden, was da eigentlich das Problem ist. Bis hierhin war alles gut. Sieht man hier in CloudFormation etwas? Rollback complete, delete failed, create failed.
Also okay, outdated gems, data source. Create in progress, create complete. Das sieht so ein bisschen nach einer Race Condition aus. Was sein? Der outdated gems Resolver, das müsste eigentlich von AppSync sein. Genau, hier AppSync. Also sprich der GraphQL-Service, der eine Lambda als Resolver annehmen möchte und der findet offensichtlich diese Ressource hier nicht. So, okay, dann geht er zurück. Okay, und dann macht er hier Cancel, 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 Delete, Delete, Delete. Und dann macht er hier, das kann er nicht deleten. Updated Gem Data Source. Resolver for Type Mutation and Field Update Gem Associated with Data Source. Okay, die Firmung verstehe ich nicht wirklich. So, ich würde auch eine Race Condition tippen. Jetzt müssen wir mal gucken, was er hier an Lambdas hingestellt oder bis heute nicht weggeräumt hat. Und ob es ein AppSync ist, was anderes. Und was AppSync denn so sagt. Das ist auch was anderes. Okay, also grundsätzlich gibt es hier keine Ressourcen, die uns interessieren würden. Wenn wir jetzt nochmal. Ups. Deployen ist die Frage, ob er dann noch weitermacht oder. Okay, das heißt, wir müssen den Stack irgendwie loswerden. Genau, das ist also das, was ich letztes Mal schon mal hatte, noch gar nicht so lange her. Da war es dann auch tatsächlich gar nicht möglich, den ganzen Stack wegzuräumen. Wenn du jetzt hier irgendwie hergehst und sagst Delete, genau, Delete Stack. Selbst das hat letztes Mal nicht funktioniert, weil halt irgendwie irgendeine Ressource war im State, die nicht vor, der nicht vor und zurück ging. Und muss halt zusagen, ich habe halt relativ wenig mit Cloud Formation gemacht. Von daher kenne ich da wahrscheinlich auch nicht die Inside-Tricks, um da die Stacks sich zum Vorher zu bewegen, zu überzeugen. Ja, das war bislang so immer so der größte Painpoint in Verbindung mit CloudFormation. Wenn Dinge nicht funktionieren, dann. Dann musstest du immer ein Ticket erstellen, dass die das wegpusten, oder? Nee, also wenn sich größere, also es gibt Fälle, da kriegst du es halt wirklich nicht mehr selber gefixt. Teilweise musste ich dann Ressourcen manuell suchen und löschen. Also musste gucken, welche, was ich, wenn hier irgendwie an dieser, hier so ein Delete failed zum Beispiel. Deswegen habe ich halt gerade geguckt, ob es dieses AppSync, diesen GraphQL-Endpunkt noch gibt. Weil ich glaube, letzte Woche war es da, ich weiß nicht, da musste ich, glaube ich, in der Lambda-Funktion. Da sollte eine Security-Gruppe oder irgendwas sollte hinzugefügt werden. Das ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht mehr, was genau war. Auf jeden Fall musste man halt dann irgendwie manuelle Ressourcen löschen. Und dann ging das halt am Ende irgendwie. War aber eher so ein bisschen. So, okay. Stack ist weg, so wie es aussieht. Ja, Bundle Outdated. Lass mal kurz parallel gucken, was dieses Bundle Outdated eigentlich macht. Bundle Layer, das ist wahrscheinlich in dem Hauptstack hier drin, oder? Outdated Data Source.
Oh, okay. Also genau. Also vielleicht nochmal zum ein bisschen ausholen. Diese CFN Data Source sieht mir so ein bisschen. Mal gucken, das sieht mir relativ low-levelig aus. Also sprich mit relativ wenig, sag ich mal, Guidance von Virtualisierung her. Und wenn da halt irgendwas, sag ich mal, kaputt macht, kann es halt sein, dass die, also kaputt macht im Sinne von nicht so wie CloudFormation das erwarten würde, macht, also vielleicht ist das das Problem. Vielleicht muss man da einfach nochmal kurz in das App-Sync-Modul gucken. Vielleicht geht das mittlerweile einfach besser und der Support war damals noch nicht so richtig gut. Ups. Ich meine, die sind auch noch gar nicht so lange. Mal gucken. So, was wir eigentlich machen, ist, wir machen einen Lambda Data Source da. Na, vielleicht sollte man das auch mal probieren. Wir nehmen keine generische Data Source, sondern wir nehmen die Lambda Data Source. Vielleicht funktioniert das ja besser. Aber wir sollten vorher mal den Stack zerstören. So, wo waren wir? Da. So, genau. Und dann sieht man hier auch schön, was ich halt meinte mit dem ganzen Typsystem, warum das halt irgendwie ganz praktisch ist. Weil der weiß dann halt direkt, okay, hey, das kannst du so nicht reinschmeißen. Gucken, ob er uns etwas Sinnvolles sagt. Argument of Type, Name, String, API-ID, Lambda-Config. Und da brauchen wir die Lambda-Function ein. Was machen wir doch? Okay, aber dieser Typ geht nicht mehr, verstehe. Ja. Okay, das geht so. Wieso geht das nicht mehr so? Das war die ID. Aktuelle API. So, wo kommt denn das Ding her? Was haben wir denn hier drin? Okay. Was braucht der wohl? Mal in die Doku gucken. Ah, wir haben nur eine API. Das war das Problem. Schau direkt mal in den Code rein. Dann mal Data Source Props. Da ist nur die Lambda Function drin. Ja. Und da muss die Grafik, also eigentlich müsste noch genau das rein, was wir da hatten. Das ist der Typ GraphQL-API, wo kommt der her? Ah, vielleicht ist das nicht der GraphQL-API, den wir glauben, dass es ist. Ja, genau, das ist nicht die GraphQL-API, die wir glauben, dass es ist. Das ist eine Custom GraphQL-API. Ich würde sagen, das müssen wir ändern dahingehend. Wir können es einfach mal hinzufügen erstmal. Dass wir die hier zurückreichen. Wahrscheinlich brauchen wir die aus dem Paket hier.
Achso, haben wir also schon. Ja, da hat sich ja wohl doch mehr geändert, als ich dachte in der Zwischenzeit. So, jetzt haben wir einen Naming-Konflikt auch schön. Wie machen wir das denn jetzt? Da müssen wir das einmal umbenennen. Schmeißen wir die Graph-API mal zurück. Da können wir wahrscheinlich auch diese Graph-API einnehmen, oder? Na. Wieso will er das jetzt nicht? Ich würde es einfach erstmal rausnehmen. Okay, das hat sich auch geändert. Application Type. Sagt mir Doku dazu. Die GraphQL-API. Config Overview. Okay, die sagen gar kein Key. Sehr lustig. Vielleicht ist der Key einfach Default. Wahrscheinlich ist er einfach Default. Achso, die nutzen User Pool. Ah. Haben wir einen User Pool? Nein. Okay. Haben sich hier ein paar Dinge geändert. Genau, ich glaube, was wir halt gerade machen, ist, wir gehen halt sozusagen von dem Konstrukt her, gehen wir von einem Level nach oben. Wir waren halt auf einem relativ low-leveligen Konstrukt unterwegs. Also sprich halt nah an CloudFormation dran. Und das Ganze ist jetzt ein bisschen weiter abstrahiert hier. Und das wollen wir dann einmal so zurückgeben. Genau, nehmen wir das hier. Gehen wir einmal hin. Als das. So, das heißt, wir reichen das hier zurück. Wir haben das hier als Return Value definiert. Wir haben das hier umbenannt. Das heißt, wir werden das hier wahrscheinlich auch umbenennen müssen. Genau. Schubidubidu, da sind wir hier und dann sind wir da. So. Genau, und das ist halt nicht mehr die Custom GraphQL API, sondern das ist diese GraphQL API. Also vom Typ her. So. Und was wollen wir gerade machen eigentlich? Ah ja, genau. So, das funktioniert. Sprich, hier schmeißt er keinen Fehler, aber hier schmeißt er einen Fehler. Warum tut er das?
weil wir den irgendwie nicht benutzen. Oder überschreiben wir den irgendwo? Nein. Das hat reingereicht. Ah, da wird die falsche GraphQL-API reingereicht, kann das sein. Ja. Das wird da reingereicht, das wird da reingereicht. Und das, okay. Okay. Grant invoke. Da haben wir keine URL, keine Rolle. Müssen wir vielleicht wieder machen. Möglich. So ist der Händler. Und Config. Hier sprechen wir nicht von Lambda, ist auch schön, aber hier. Nur die Props ist die Lambda Function einfach nur noch. Okay. So, damit Data Source und damit der Resolver. Ja, ne? So, das Ding ist immer noch rot. Weil man weiß es nicht. Da. Achso, hier haben wir das gleiche Spiel. Okay, verstehe. Da haben wir die GraphQL-API. Das brauchen wir wohl nicht. Und wo waren wir hier? Das mal kopieren. Und dann gehen wir da runter. So. Und das, die API wird die gleiche. Ja, ich finde alles gleich, ne? Das ist die outdated gem data source. Okay. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber zumindest sind jetzt ein Fehler weg. Das heißt, wir müssten eigentlich den Krempel deployen können. Oder auch nicht. Missing Schema Definition. Okay, jetzt hat sich natürlich mehr, wahrscheinlich der tatsächliche Resolver-Teil hat sich wahrscheinlich auch geändert. Ne? Oder. Ja, Moment. Hier das Schema. Aber eigentlich müsste das funktionieren. Tut's aber nicht. Ich
Also du kannst auch nicht synden, nehme ich mal an. Ja. Was ist denn, wenn wir da jetzt auch ein GraphQL-Schema draus machen? Dann gibt es das nicht. Das heißt, hier haben wir ein Schema GraphQL. Achso, das schmeißen die direkt in die API rein. Okay, verstehe. Ja, dann machen wir das doch auch so, ne? Und zwar schmeißen wir das nur als Pfad rein. Ja. Okay, das heißt, wir können das wegschmeißen. Und ein Schema Definition File angeben und das hier reinschmeißen. So. Das geht. Mal gucken, was er das macht. Achso, und Diff, ja. Ich wollte eine Deployment machen, natürlich. Und aber ich glaube, man hat gerade auch eben ganz, ganz gut gesehen, dass man also was halt das heißt, wenn man wirklich von einem lower level auf ein höheres Level hochgeht, von einem CDK Construct, im Endeffekt wird halt einfach, kann man Code wegschmeißen im Großen und Ganzen. Und ich glaube, den Aufwand musst du halt auch nicht bei jedem Upgrade von AppSync 3, von CDK 3 bis weiter wirklich von der Developer Preview 0.23 auf Version 1.19. Das ist halt schon ein Sprung, der der es in sich hat. Bin mal gespannt, ob das jetzt sauber. Wäre noch zu schön gewesen. Ne? Mal größer machen. Type Crane not found. Type Crane not found. Da ist ein Type Query drin, aber ich weiß nicht, ob diesen Tab. Aber das meint. Aber vielleicht gibt es da ja irgendwie was bei Google zu sehen. Amplify ist ja auch sowas in diese Richtung. Gucken. Ja. Na, ist noch was anderes. Ja, das erschließt sich mir jetzt nicht auf den ersten Blick, was da das Problem sein könnte. Also vielleicht ist es St. Sans, wenn wir das hier zusammenstecken. Das ist das Outdated Gem. Okay, Type Name Query, das findet er nicht. Ja, ne? Ich glaube, was man da machen muss, ist wohl vielleicht mal auch hier den Resolver wechseln.
Fieldname, Type Name, die Data Source, Request Mapping Template. Eigentlich hat es ja nicht viel geändert, ne? Lass uns aber machen. Dann machen wir mal schnell. Wir gehen auch hier von der CloudFormation Resource Construct weg. Und gehen auf den Resolver direkt. Passen das hier an. So, und hier das Template. Oh, das ist ein voller Typ. Ich hab Angst. Okay, wir können aber einfach einen String reinschmeißen. Wir können natürlich auch das direkt als Lambda umbauen, aber ich weiß ja nicht. Schauen wir uns das mal an. Das müssen wir inkludieren, finde ich das automatisch. Jupp. Noch nicht. Doch. So, gibt es hier keine Hilfe? Achso, das ist nur ein Initializer. Achso, da sind Funktionen drauf. Kann das sein? Ah, okay, verstehe. Okay, from string. Dann machen wir es noch from string, ne? Okay, und dann gibt es hier wahrscheinlich noch ein Response Mapping Template. Das ist wahrscheinlich das gleiche. Schätze ich mal. Deutsch und Englisch, das ist mal. So, from string. Da typen wir das immer rein. Ups. Und das wird wahrscheinlich nur die Data Source sein, nehme ich mal an. Und das wird nur die GraphQL-API sein. Oder nur die API-ID, so. Der nicht. Achso, der hat nur die API. So rum. Ja. So, der Type-Name ist immer noch nicht. Achso, das war eher die Mutation. Und jetzt müssen wir den gleichen Quatsch machen. Einmal const who mapping template from string. Typen das hier rein. Jetzt gleich nochmal const bar. Auch ein from string. Und dann hat man Response. Was der im Endeffekt tut, ist, ich weiß gerade nicht, wie diese Sprache heißt, aber es ist halt irgendwie so eine, sag mal, Data Processing Sprache, um, sag ich mal, aus den, aus Input und Output da halt irgendwie Dinge rauszusuchen. Da gibt es irgendeine konkrete Sprache für. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Aber das ist das wohl auf jeden Fall. Hat halt den Benefit, dass du halt dich wirklich eigentlich nicht um großartig um die API kümmern musst. Also sprich, jetzt irgendwie nochmal deinen GraphQL-Server in eine Lambda stecken oder so, sondern das geht halt einfach. Und
Wie man eben auch in der Doku halt gesehen hat, war es halt schon, hast du halt auch da wieder relativ viele Integrationen halt in existierende AWS-Services. Ja, was glaube ich schon ganz praktisch sein kann. Irgendwie glaube ich nicht wirklich, dass das jetzt gerade das Problem konkret gefixt hat. Ich würde jetzt hier nochmal den. Es gibt bestimmt eine bessere Lösung, als den einfach mal hier wegzuräumen. Mir fällt gerade keine andere ein. Das muss ich nochmal in Erfahrung bringen. Aber wir können jetzt mal gucken, ob wir den mal hier schon mal zünden können. Das können wir. Muss mal kurz nochmal überlegen, was das eigentlich macht. Also jetzt mal hier das Schema angucken. Die Mapped Arguments, wir haben Project und da kommt Project Slug rein. Und das Ganze wird auf der Query gesetzt. Als Outdated Dependencies. Outdated Dependencies kriegt ein Project Slug als String rein und liefert eine Liste von Outdated Dependencies. So, das heißt, eigentlich müsste sich dieses Konstrukt hier, müsste sich eigentlich in das Schema von dem GraphQL-Teil reinhängen. Und eben hat er gesagt, er kann diesen Type Query nicht finden. So, jetzt, wenn jetzt das Ding dann gleich weg ist. Die Complete, super. Dann können wir ja mal kurz gucken, ob der das jetzt deployed kriegt. Ist ein bisschen schade, ja gut, aber ich meine, was soll er da machen? Ne? Ich meine, Type-Name ist halt variabel. Ich habe gerade überlegt, ob der den irgendwie typisieren könnte, aber dafür müsste er halt eigentlich das Schema parsen, was die GraphQL-API ja eigentlich tut, also was ja das Ding hier eigentlich tut. Also der, obwohl weiß man nicht, ob der wirklich parst oder ob der einfach nur weiterreicht. Wahrscheinlich reicht das nur einfach weiter. Ja. Aber er könnte es parsen, das wäre nice. Dependencies und Dependencies. Ja, also eigentlich. So, Authentic Data Source. Spannung steigt. Also er hat gesagt, create complete. Also sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Aber wer weiß, was da noch so um die Ecke kommt. Das unter Umständen. Jetzt ist die Apps entgehen. Ja, noch haben wir da was. Ja. Unauthorized. Damn it. So, kann man es irgendwie hier run a query. So, eigentlich müssen wir jetzt ja auch hier so ein bisschen im Endeffekt ja auch ein GraphQL. So, jetzt hier sagen. Mal überlegen, was war das denn überhaupt? lass mal kurz überlegen. Das war, ich glaube, es war ein Interbase-Projekt.
Ist hier drin? Nein. Mal kurz. Was ist das? Ja. Oh, 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 we found potential security vulnerabilities in your dependencies. Das können wir direkt mal fixen. Also ich wäre jetzt extrem überrascht, wenn das funktionieren würde gleich, aber schauen wir mal. Was haben wir da? Tja, entweder ist ein Timeout gelaufen. Es ist ja nicht zu fassen, es funktioniert. Nice. Da hatte ich echt nicht dran geglaubt. Man muss dazu sagen, ich hatte vorher hier irgendwo in den AWS-Tiefen ein GitHub Access Key hinterlegt. Also mit dem, der darauf zugreift und der die AKL-Request macht. Aber was das jetzt halt im Endeffekt getan hat, ist, es hat jetzt diese Lambda-Funktion aufgerufen. Dieses Bundle outdated. Und genau, also hier auch schon richtig hier mit GitLab und GitHub und allem so und dran, ne? Also kann schon richtig was. Das ist dieser Private Token, der da hier reingereicht wird. Aber im Endeffekt macht er halt wirklich jetzt im Hintergrund halt API-Requests an die GitLab und GitHub-API, also je nachdem, in welchem Kontext du halt bist. Und fetcht sich halt den Krempel, schreibt auf Disk und macht dann tatsächlich einfach nur diesen Bundle irgendwas hier, Bundle outdated oder was. Und schmeißt es halt zurück auf die. Was ist das? Standard auch wahrscheinlich, was da zurückkommt. Also auf Manage-Triangle-Function halt. Was dann halt wiederum in den GraphQL-Teil, also AppSync halt zurückgefüttert wird und dass man dann halt hier sehen kann. Und an und... Achso, das hatte ich jetzt gerade, warte mal. Genau. Also der... Ah, ich hätte die QL-Speicher noch. Also was man hier sozusagen sieht, kommt halt aus dieser Lambda-Funktion. Und diese Lambda-Funktion, wie man hier sieht, benutzt einen Layer. Und das ist dieser Google-Bundle-Layer, der halt Bundler als Binary verfügbar macht in der Lambda-Funktion. Deswegen funktioniert das halt überhaupt erst. Weil ansonsten könntest du halt hier den Quatsch, dieses Bundle-Outdated hier, was man hier machen, das könnte man halt ansonsten gar nicht tun. Also beziehungsweise müsste halt dafür Sorge tragen, dass Bundler halt richtig installiert ist. Also sprich, du müsstest das halt irgendwie verfügbar machen und das will man in der Regel nicht. Ne? Das heißt, was wir halt eigentlich nur machen, ist, wir legen einfach nur die Files hier hin und gut ist. Und der Rest kommt halt dann einfach aus dem Layer, was halt eigentlich ganz praktisch ist. Und damit können wir das halt dann, diesen Schritt können wir dann halt in beiden machen. Ne? Also wir haben halt sozusagen einmal die Lambda-Funktion, um halt einen Bundle outdated zu machen. Also sprich, welche Jumps sind outdated, aber halt eben auch eine, um einen Bundle-Update zu machen. Und auch das nutzt halt am Ende den Layer, wo Bundler drin ist als Binary und macht dann halt eben hier den Bundle-Log-Update. Und ich glaube, wir probieren es einfach mal. So, Update-Gem, da kommt rein. Was genau? Was für ein Input kommt da rein? Self-descriptisch, keine. Da habe ich ja geschlampt, ne? Habe ich ja keinen. Muss da eigentlich ein Input-Typ sein? Mutation.
Updated, Input, Product Filter, Gem Update, Project Slug und Gem Name. So, das war das hier als Project Slug. Ach so, ich habe nur tippen müssen. Okay. Tja, wenn ich noch wüsste, was es war. Ja, Rates ist wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel. So, mal kurz gucken. Was wir davon nehmen. Das ist alles natürlich nicht so gut, aber wir können vielleicht mal. Boah, keine Ahnung. Rack, Rails, Rails. Robocop ist auch immer ein Traum zum Update. Aber nach schön noch eine ganze Menge zu fixen. So, mal gucken. Das aufgemacht und das aufgemacht. Kann man etwas Failure Message. Ich weiß nicht, ob du Graphen erkennst, aber man muss das ja alles mal relativ explizit handeln, wie die Results hier kommen. Aber ja, also in der Theorie und es funktioniert, haben wir gleich einen Pull-Request auf dem Projekt. Der eben nur Rubocop updatet und halt nicht alle auf einmal, was ja eben diese, sag mal, die ganzen Dependency Managers. Mensch. Cool. Das läuft ja wie am Schnürchen. Gut, er hat jetzt ein. Naja, genau, er macht einzelne Commits. Ich weiß gerade nicht, wieso der. Ich soll mal kurz gucken, was da wirklich drin ist. Ah, das war offensichtlich schon mein Beispiel an. ja, genau. Das ist eine Limitierung. Also wahrscheinlich war am 13. Februar war wahrscheinlich dieses besagte Ruby-Meetup, wo ich halt auch schon Rubocop als Beispiel hatte offensichtlich und es wird aktuell nur ein Branch gemacht. Ne? Also sprich, es gibt keinen Branch-spezifisch, also keinen spezifischen Branch wie einen Durchlauf. Könnte man halt noch bauen grundsätzlich, aber gut, es ist halt schon so viel Zeit vergangen, dass wir da dann doch so diverse Änderungen haben halt schon. Wir können ja vielleicht einfach mal den Branch einmal kurz wegschmeißen. Da. Was? Achso, ich muss den Pull-Request schließen. Okay. Dann schließen wir mal den Pull-Request. Close, Delete Branch. So, und dann nochmal von vorn. Nehmen wir halt auch, dass wir halt da nicht so viele Änderungen drin hatten, glaube ich. Also, wie gesagt, also die Idee von den ganzen Dependency Management Updating-Geschichten ist, dass du halt nicht alles auf einmal updaten willst, sondern dass du das, also den Scope möglichst klein halten willst eigentlich. Um halt potenziell zu sehen, was, naja, also wenn irgendwas Neues deployed wird, dass ich da halt, dass ich, okay, es war halt dieses eine Gem. So, genau, jetzt sehen wir halt genau einen Commit. Und ja, trotzdem heute viel geändert.
aber halt nur halt wirklich direkte Dependencies halt von Robocop und halt nichts anderes. Ne? Und das ist halt eigentlich schon ganz nice. Und das Ganze funktioniert halt tatsächlich halt nur direkt über die API. Also sprich, wir checken da keinen, nicht wirklich Code aus oder irgendwas, sondern es wird halt alles wirklich über die API gefetcht und auch wieder der Pull-Request erstellt, ohne irgendwie das ganze Projekt auszuchecken. Ja, aber wie man sieht, also mal abgesehen von den kleinen, sag ich mal, Möglichkeiten mit dem Major-Upgrade von CDK, könnte man das halt theoretisch so weit treiben, dass du halt das Ganze als NPM-Paket hinlegst und dann machst du halt eigentlich nur noch ein NPM-Install, CDK-Deploy und dann hast du halt deinen Dependency-Updater, der, weiß ich, der dann die Dinge tut. Dann kannst du vielleicht noch, hast du dann vielleicht dein Geminator, sag mal, Master-Paket, hast dein Geminator, ich weiß nicht, GitLab und also verschiedene Provider-Konzepte kannst also, ne, das ermöglicht ja halt immer im Prinzip das CDK, das heißt, dass du dann auch relativ einfach distributen kannst, entweder innerhalb von einer Organisation oder auch eben auch als Open Source. Zum Thema Open Source gibt es, glaube ich, die Geschichte. Ja, wer ist sie? Das glaube ich. Ja, genau. Sie haben jetzt hier so einen Construct-Catalog, nennen Sie das, wo Sie halt jetzt aktuell, das bauen Sie halt gerade auf, da soll ein Webinterface eben drauf. Und von der Idee her, halt alles, was sozusagen in NPM mit CDK halt irgendwie getaggt ist, wird halt erstmal aufgelistet und dann später kannst du halt kategorisieren, was man tun. Und theoretisch könntest du halt am Ende auch irgendwie so ein Marketplace, Market Store, irgendwas in die Richtung machen. Also ein App Store für Infrastructure. Hat aber ja, ist ja schon durchaus. Aber ich glaube, dass es halt mit so einem NPM-Paketmanagement nochmal eigentlich viel, viel, viel netter ist als existierende. Also auch als Terraform. Terraform hat ja auch so eine Registry. Aber halt kein anständiges Paketmanagement, kein anständiges Dependency-Management und das ist halt ganz schön nervig. Also, du hast halt nur hier wirklich in deinem Modul hast du deine Dependencies, deine Version drin, aber halt keine wirkliche Dependency Tree im klassischen Sinne. Aber ja, freut mich ja, dass das geklappt hat tatsächlich. Ich habe echt nicht mehr dran geglaubt. Und ja, das war eigentlich cool. Eigentlich ganz cool. Also nach wie vor. Also klar, da fehlt UI, da würde Diverses fehlen, aber es ist halt so, wenn man ein bisschen Spaß am Basteln hat, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also als Basis, um mal ein bisschen zu basteln. Ja, du könntest das ja jetzt schon so in so eine CI-Pipeline mit reinbauen, ne? Das ist ja schon fast Ja, da. genau. Also entweder kannst du es in eine CI-Pipeline mit reinbauen oder du, wenn du halt wirklich das im AWS-Kontext behältst, könntest du das ja wirklich auch da halt triggern. Ne? Ich meine, da hast du ja irgendwelche dann auch Möglichkeiten, so im Cron-Style halt Sachen zu triggern und sagst, okay, check das halt irgendwie einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat, was auch immer. Und mach das halt einfach. Aber grundsätzlich kannst du es auch über eine API, ach, über eine CI-Trigger natürlich, klar. Also ich meine, ne, die Queries hier kannst du ja grundsätzlich abfeuern. Du hast hier ein Webinterface. Du könntest hier theoretisch eine relativ simple UI in React oder Vue oder was auch immer draufsetzen. Also, ja, es muss man machen, muss man Spaß dran haben. Aber ja, also war jetzt für mich halt primär ein Demo-Projekt, also eben halt, wie gesagt, um halt für CDK und für das Ruby-Zeug irgendwie zu machen. Und weil wir halt damals auch halt in genau sowas reingeguckt haben, also so Tooling. Und ich einfach nur gucken wollte, was da wirklich an Aufwand hinter ist, sowas halt zu machen. Ja. Ja. Aber wie bei vielen Produkten ist es ja am Ende wirklich der, sag ich mal, die Verpackung und das Drumherum, was halt wirklich dann ein Produkt draus macht. Ne? Also, ja. Ja, schön. Vielen Dank. Das war nice. Ja, freut mich, dass du so lange ausgehalten hast. Und ja, und dass du tatsächlich da warst.
Fand ich cool. Ja, Ich würde mal gerade mal den denke ich auch Stream nochmal. beenden. Also es war echt sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank.